Meine Lieben, ich hatte euch ja in einem der letzten Videos erzählt, dass ich ja, mein ganzes Geburtstagsgeld in diversen Online-Shops verschoppt habe. Und das wollte ich euch jetzt einmal so zeigen, was ich da wo mitgenommen habe, damit ihr vielleicht in den nächsten Videos schon mal Bescheid wisst, wo ich was erstanden habe. Ich habe eine kleine Bestellung gemacht bei My Paper Project, ist eine deutsche Online-Seite, so für Scrapbooking eigentlich. Und da habe ich zum einen mir nochmal diese Pasten mitgenommen. Diese Texturpaste in transparent matt von Ranger hatte ich euch ja in einem der letzten Videos schon mal gezeigt, wie die so auftrocknet. Also man kann da wirklich schon schön durchgucken, hat eine tolle Struktur. Und jetzt habe ich hier noch einmal wie stinknormale weiße Strukturpaste. Die ist relativ leicht. Möchte ich mal gucken, wie die so funktioniert von Ranger. Dann ist hier noch eine Paste, ein Gilding Wax, also keine Paste, eher ein Wachs in Vintage Gold mit in meinen Warenkorb gewandert. Und das möchte ich auch demnächst mal testen. Außerdem gibt es dort natürlich für Scrapbooking, ne, auch diverse kleine Albumzubehörteilchen. Ich habe mir noch mal hier so eine Ringbindung mitgenommen, die ich ganz cool finde, weil die so am Stab ist. Drei kleine Ringe, wirklich süß für ein Mini-Album. Der Durchmesser ist nur 2 cm, das heißt, das Album kann nicht sehr dick werden. Und außerdem hatten die so coole Knöpfe mit so einem Ring dabei, wie so ein hier, so ein uralter Türknauf, ne? Und wenn ich schon da war, habe ich mir auch noch mal ein paar Buchecken ausgesucht, ein paar größere und welche mit Prägung. Gibt es auch in so einem Bronze- oder Antikgold. Und die werden dann wie Buchschrauben, wollte ich gerade sagen, also mit so einer kleinen Gegenschraube im Buchdeckel verankert oder im Deckel von der Schachtel oder so. Mal gucken, was da so draus entsteht. Fand ich ziemlich cool, deswegen habe ich da zugeschlagen. Und dieses kleine Döschen gab es mit dazu. Eigentlich perfekt für so einen Kleinkram, finde ich sehr cool. Außerdem habe ich noch so einen Lebkuchen bekommen als Dankeschön. Auch immer toll, wenn solche Goodies mit dabei sind, finde ich sehr schön. Freue ich mich jedes Mal beim Auspacken. Und dann, warum ich eigentlich wirklich zugeschlagen habe, ist dieses Lederpapier von Ranger. Das heißt, wie nennen die das denn da oben? Distressed Cracked Leather Cardstock. Und den kann man wohl mit verschiedenen Medien bearbeiten und hat immer noch diese Lederstruktur. Sind 10 Stück drin, war glaube ich nicht so günstig. Hier steht kein Preis mehr mit bei. Aber ich liebe ja diese Lederstruktur und das wollte ich mir eh die letzten Wochen, Monate schon mal zulegen. Und jetzt habe ich das halt in Form von diesem Ranger-Papier getan. Es ist halt A4 und 10 Stück und ich finde das Weiß auch sehr schön. Es ist ein richtig helles Weiß. Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt mit Medien bearbeite, aber ich finde es cool, dass man das machen könnte. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Papier mitgenommen. Ich weiß nicht, ich bin so ein Papieropfer, ne? Das ist hier von P13. Das ist doch diese polnische Marke. Hießen früher irgendwie noch komplizierter und haben es jetzt auf P13 verkürzt. Und das ist so ein kleines 4x6 Inch Paper Pack, sagt man. Wie sagt man denn? Ein Pad? Ein Block. Meine Güte, die deutschen Wörter. Also es wird immer schwieriger, ne? Und das ist alles so in diesen tollen Farbverläufen gemacht. Und ich finde das halt so mal als fixen Hintergrund richtig schön. Da sind jeweils, ich glaube, lass mich mal schnell zählen. 6 derselben Farbe drin. Hier kommt nochmal das dritte Motiv.
Und hier hinten das vierte Motiv. Also vier verschiedene Papiere, A6 Stück, sind in dem kleinen Block enthalten. Und das sind halt so schöne zarte Farbverläufe. Gefällt mir richtig gut. Mal gucken, wo ich die so hinterklemme. Ja, das war schon die Bestellung von My Paper Project. Und weiter geht's mit Faltkarten. Zeige ich euch schnell meinen neuesten Cardstock, ja? So sah meine Bestellung bei Faltkarten aus. Ich hatte mir noch ein bisschen Klebekram mitgenommen, weil ihr kennt es vielleicht, ne? Ab einem gewissen Einkaufswert gibt es dann versandkostenfrei, genau, wie der Name schon sagt. Und deswegen habe ich da noch mal ein bisschen aufgestockt, aber eigentlich, ich glaube, ich spare gar nicht wirklich, weil die 4,50 Euro, die ich aufgestockt habe, ist das, was ich jetzt ausgegeben habe, um versandkostenfrei zu bestellen. Ja, ihr kennt es bestimmt. Und ich habe mir hier einmal nochmal ein bisschen Klebepads mitgenommen. Und zwar schon so ganz winzig, mini, kleine 3D-Foam-Tapes, die schon fertig geschnippelt sind. Die ich hier habe, sind halt größer und doch brauche ich manchmal kleinere. Und dann habe ich hier nochmal welche, die 3 mm hoch sind. Schön dick, mag ich auch. Und doppelseitiges Klebeband, das ganz schmal ist, seht ihr ja, ne? 3 mm schmal. Zum Zusammenkleben von so dünnen Verpackungen oder so. Das ist manchmal sehr praktisch. So, dann ist hier Werbung mit drin. Und eine Menge Cardstock. Ich habe mir einmal hier so ein Set mitgenommen. Farbkartonset Herbstfreundschaft. Da sind diese Farben drin. Seht ihr das von der Seite her? Also, oben ist Kürbis drauf. Das ist schon ziemlich knackig gelb, aber tatsächlich mag ich diese Farbkombi mit diesem Petrol. Und Army Grün ist dahinter. Mag ich sehr gerne. Das Braun hier hinten, ja, muss ich mal gucken, wie ich das verarbeite. Braun ist nicht ganz meine Farbe, aber dann ist noch Grau dazwischen gewesen. Und dadurch passte diese Farbkombi ziemlich cool in meine Lieblingsfarbenschema und habe das einfach mal so als Set mitgenommen. Von wegen Sparen und so, ne? Und der Rest ist jetzt 30x30 Zoll Papier in den Farben Pastellrose, strukturiert. Heiderosa ist auch strukturiert bei mir. Mein Lieblings-Armee-Grün. Gleich nochmal ein paar mehr gleich. Ich glaube, das ist immer dann so ein, steht es hier drauf? Ich glaube, es sind 12 Stück, genau. 12er-Pack. Dann die Blautöne sind mir ja ausgegangen. Das ist Pastellblau, Lagunenblau, Jeans. Hier unten kommt nochmal eine größere Ladung von meinem Lieblings-Petrol. Den Ton mag ich am liebsten bei den Blautönen. Deswegen ist das gleich wieder ein bisschen mehr. Und dann sind mir diese Bastelpapier, nennen sie es, diese strukturierten Cardstock ins Auge gefallen. Ich drehe mal, damit ich das besser lesen kann. Also das Ding hier heißt Kraftgrün und hat so eine coole Struktur noch mit im Papier selber enthalten. Finde ich einen Hingucker, finde ich ziemlich cool. Das ist dann Kraft Saphirblau. Sieht jetzt sehr schwarz aus, ist aber, wenn man schwarz dagegen hält, habe ich hier schwarz. Irgendwo. Hier ist der Deckel. Dann ist das schon ein ganz dunkles Blau, ne? Und hat eben auch diese Struktur im Papier enthalten. Wenn ich das mal aufmache, dann spiegelt das vielleicht auch nicht so. So sieht es aus, ne? Dann habe ich mir noch richtigen Kraftbraun Cardstock mitgenommen in 30x30. Der ist nur von einer Seite braun und die andere Seite ist dann so dieses, ja, Kraftgrau, würde ich sagen. Dann habe ich Graskarton, ein Graspapier. Da sieht man so richtig den halben Rasen noch mit drin. Guck mal auf, ob das auch nach Rasen riecht. Oh, ohne Mist, das riecht nach Rasen.
Boah, das riecht wie im Kaninchenstall. Also wer das mag, es riecht so ein bisschen nach Streu, so, ne? Cool. Und dann habe ich hier noch Cardstock in Recycling Natur. Das ist so ein helleres. Ich hole mal das andere. Kraftbraun dagegen. Also das Helle ist fast mit dem zu vergleichen aus den Actionblöcken. Finde ich sehr schön. Recycling Natur. Und das ist halt auch von beiden Seiten in diesem Kraftton. Finde ich richtig schicki. Jetzt weiß ich halt fürs nächste Mal, was ich dann nachbestellen werde. Es wird dann wahrscheinlich eher Recycling Natur sein als das Kraftbraun. Jo. Das war meine Bestellung bei Faltkarten. Und als nächstes zeige ich euch die von Kreativmanufaktur Bayern. Bei der Kreativmanufaktur Bayern habe ich eigentlich nur bestellt, weil mir meine weiße Flexfolie ausgegangen ist. Ne? Also wenn eure Freunde und Bekannten erfahren, was denn eure kleinen Spielzeuge so können, dann passiert es auch mal schnell, dass man für eine ganze Fußballmannschaft Schlüsselanhänger beplottert. Und dann war meine Flexfolie in weiß alle. Und als ich dann im Shop war, ja, ist es ein bisschen wieder eskaliert, weil ich so schöne neue Sachen bei denen entdeckt habe. Ich habe mir noch eine Folie mitgenommen. Das ist, Gott, wie heißt sie? Lass mich einmal auf diesen Zettel gucken. Frosted Glass Silber Orakalfolie. Die soll nämlich auf, also das ist eigentlich eine Vinylfolie. Die kann ich dann wieder mit einem Plotter ausschneiden und dann sieht das wie gefrorenes Eis so oder so gefrorenes Glas aus, wenn ich dann den Schriftzug hier so drauf klebe. So ist der Plan. Mal gucken, was da Schönes draus entsteht. Außerdem habe ich mir noch das Via Holz, so heißt das, WIA Holz. Das ist Graupappe eigentlich, aber in hell. Aus so einem, ich weiß gar nicht, woraus das besteht. Hätte ich mich mal vielleicht informieren oder lesen müssen. Aber ich mag, dass es so hell ist. Und daraus kann man eben tolle Projekte bauen. Aus schönem, stabilen Graupappe. Dann zum Beplottern mit meiner kleinen Cricut habe ich mir, wie sagt man, Geschirrtücher mitgenommen, wo ich so ein paar Schriftzüge gerne drauf plottern möchte, in Grau und Weiß. Immer ist Weiß größer als Grau, oder was ist das hier? Nur anders gefaltet wahrscheinlich, ne? Genau, ist nur anders gefaltet. Sind beide gleich groß. Und dann mache ich mir so meine eigenen individuellen Geschirrtücher. Könnte man bestimmt auch schön verschenken. Ich muss mal gucken, was bei rumkommt, was ich da so drauf plottern möchte. Außerdem habe ich mir zum Beplottern auch noch Stofftaschen eingepackt. Die fand ich von der Farbe her ziemlich cool. Das ist aus recyceltem Material. Und ich finde, darin kann man auch ganz cool, also die kann ich genauso beplottern hier. Und dann kann ich da so Geschenke drin verschenken. In recycelten Stofftaschen, die man dann wieder benutzt. Braucht man keine Geschenktüten oder sowas kaufen, die dann eh weggeschmissen werden, sondern kann ich so individuelle Stofftaschen machen. Und was habe ich noch? Achso. Hier habe ich mir noch so eine Buchhülle aus Filz mitgenommen. Genau. Wo ich dann mir mein eigenes Notizheft machen möchte und meine Ideen drin sammeln kann und das vorne einfach mit meinem Schriftzug beplottern möchte. Das ist der Plan. Wann ich dazu komme, ist natürlich wieder die Frage. Und außerdem, warum ich eigentlich so richtig zugeschlagen habe, sind diese tollen Verpackungen. Jetzt kommt das hier ins Rutschen. Sekunde. Bei der Kreativmanufaktur Bayern gibt es Verpackungen in wunderschönen Farben. Ich habe jetzt drei verschiedene Größen mitgenommen und ich glaube insgesamt vier verschiedene Farben. Das ist rosa, mint, grau. Dann habe ich hier stinknormal noch schwarz dazwischen. Achso, ich glaube das war's, ja. Schwarz fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Muss ich mal gucken,
Weil ich ja doch öfter mal ein paar Sachen baue und bastle, die so ein bisschen in die Höhe gehe und zum Verschicken dann schwierig ist. Und ich fand die richtig schön. Vor allen Dingen die Farben. Von der Größe her, damit ihr einen Eindruck gewinnt. Also es gibt zwei verschiedene Größen, die circa 3 cm hoch sind. Also diese beiden hier sind 3 cm hoch. Und diese ist, sagen wir mal, 17 cm lang vom Inhalt und so 11,5 breit. Und diese ist dann schon 16,5 breit und 25 lang. Und diese Verpackung ist eben ein bisschen höher. Da passt noch mal ein bisschen was Dickeres rein, 6 cm. Ist aber von der Größe her genauso wie die kleine, ne? Dann nehmen die sich nicht viel. Ja. Fand ich ziemlich cool. Wird wahrscheinlich gleich im nächsten Video irgendwie mitverarbeitet sein, habe ich so das Gefühl. Und was ich sehr genial finde, sind die Kreativ-Goodies bei der Kreativmanufaktur Bayern. Das sind jetzt zwei Bestellungen gewesen. Und ich habe jetzt hier einmal dieses Bundle an Flexfolien zum Testen. Oben eine Glitzerfolie drauf. Das hier ist irgendwas Dickeres. Das muss ich erstmal nochmal nachlesen. Gibt es ja dann die Seite Kreativwiki. Und da kann ich dann gucken, was man da alles Schönes draus machen kann. Und dann habe ich nochmal so eine blaues Bundle bekommen. Würde ich sehr gerne als nächstes schon alles beackern und bearbeiten. Ich muss mal gucken, wie ich dazu komme. Und jetzt habe ich noch eine Bestellung von der ID-Manufaktur. Die zeige ich euch auch sehr gerne. Bei der Stefanie von der ID-Manufaktur habe ich mir diese Trägerkartons mitgenommen. Einmal, oder einmal ist gut, fünfmal, glaube ich, oder so sind es mittlerweile. Sind das diese Sechserträger für diese kleinen Flaschen? So für meine Mädels. Kann man auch noch mal was anderes mit reinverpacken, hübsch dekorieren. Das ist so der Plan für irgendwann demnächst. Kann man dann schön so als Mitbringsel gestalten. Und dann gibt es das Ganze auch noch für 0,5er Flaschen. Wenn man mal irgendwo beim Männergeburtstag eingeladen ist oder was weiß ich, mal gucken. Dann passen hier eben richtig 4 Flaschen rein. Für alle Jungs, die sich mal wieder nichts wünschen. Und da hat die Stefanie auch eine coole Deko-Idee mit da in ihrem Shop dabei. Da gibt es dann diese Nichts-Holzteile, die man dann hier oben so auf die Flaschen zum Beispiel kleben kann. So habe ich es da bei ihr gesehen. Und dann leider ist der große Holzanhänger nichts zerbrochen, aber das war ganz unkompliziert, ganz schnell hat Stefanie da auf meine Mail geantwortet und ich kriege das so auch ersetzt. Kein Problem, ne? Ich wollte es euch nur jetzt schon mal zeigen. Also es ist eigentlich ein Kreis, wo dann nichts drin steht, was man so zu Deko-Zwecken dann noch hier mit so dran bamseln kann, ne? Ja. Also einmal, nee, mehrfach groß habe ich mir bestellt und mehrfach klein für die Mädels und die Pikolöchens. Und dann seht ihr hier schon in der Ecke, warum ich eigentlich zugeschlagen habe, sind diese süßen Eierkartons. Die hat sie in ganz vielen verschiedenen Farben in den Shop bekommen. Und die sind wirklich klein und süß. Denn ich glaube, das ist eigentlich so für Wachteleier gedacht. Und von der Größe her. Also da kriegt man jetzt kein Hühnerei rein. Aber es ist ja eigentlich nur zu Deko-Zwecken. Beziehungsweise man muss mal gucken, was es vielleicht noch an Schoki-Eiern in der Größe gibt. Und dann schon als kleines Osterbastelein-Dingens bei mir eingezogen. Das sind jetzt die Farben Mint und Helllila. Und sie hat noch, ich glaube, mindestens 4 oder 5 andere Farben im Shop. In der Zwischenzeit habe ich auf Instagram gesehen, sind da auch noch passende kleine Holzhäschen zu entstanden. Hat sie auch gelasert. Ich weiß gar nicht, ob die im Shop sind, aber bestimmt. Und was es bei Stefanie auch immer gibt, sind Goodies. Und diesmal hatte ich hier 2 von diesen quadratischen Verpackungen wieder dabei aus ihrer Pappe, die man hier so zusammenfaltet und dann
kann ich da auch eine Kleinigkeit süß drin verschenken. Ne? Ja, gibt es immer, also habe ich jedenfalls immer als Goodie noch mit dabei gehabt, wenn ich bei der Ideenmanufaktur bestellt habe. Dann habe ich noch ein kleines Paket von Eules Werkstatt, aber ich denke, da mache ich ein extra Video zu. Das zeige ich euch dann separat und dann auch gleich mit einem Beispiel. Da habe ich schon eine Idee. Und was kann ich euch sonst noch zeigen? Es ist noch, ich habe noch ein bisschen bei Amazon bestellt, aber ich glaube, nichts Aufregendes. Das ist meine Amazon-Bestellung. Ich brauchte wieder Nachschub von meinen Pockets, also meinen Stempelhüllen in ganz groß und mittel. Dann habe ich mir jetzt nochmal dieses Coloring Paper bestellt von Transotype. Das wurde mir empfohlen, möchte ich auch mal ausprobieren. Ob das, also es soll toll für Alkoholmarker sein und vielleicht auch für die Polychromos, weil es besonders glatt ist von der Struktur her. Und dann habe ich mir hier so ein Riesenpaket Aufkleber geholt. 5 cm im Durchmesser, so Craft Labels. Denn die möchte ich gerne mit meinem eigenen Label bedrucken. Ich habe hier ja zum Geburtstag diesen Mini-Handprinter von Colob E-Mark gegönnt. Und dazu gab es natürlich auch so Labels. Das sind aber so schmale Dinger. Damit werde ich wahrscheinlich hier meine ganzen... Also das ist jetzt durchsichtig, das Label. Und bedruckbar. Und das ist jetzt weiß. Und das ist so Endlos-Label, einfach abschneiden. Ne? Aber so zum Verschicken oder Versenden von Briefen, Umschlägen und auch so Paketen wollte ich die jetzt hier mit meinem selbst erstellten Logo oder Adresse oder was auch immer bedrucken und dann einfach fix schick die Verpackung damit verkleben. Ich überlege gerade, ob ich dazu auch noch ein extra Video machen soll, aber tatsächlich, es gibt dazu auch schon schöne Videos zu diesem Colob E-Mark. Ich habe das damals bei Kreativsüchtig, bei der Mel von Kreativsüchtig schon gesehen. Die hat den schon vorgestellt gehabt und fand das schon ziemlich cool. Und dann hat die Stefanie von Papierschorsch mich da nochmal richtig angefixt. Und im Prinzip kann ich jetzt alles bedrucken, was ich möchte. Vor allen Dingen muss ich es nicht durch den A4-Drucker passen, sondern ich kann einfach so über die Karten rüberrutschen, beziehungsweise in meinen Alben damit schreiben, was ich möchte. Auch wenn ich mal keinen passenden Stempel habe, dann mache ich mir den damit eben selber. So ist der Plan. Mal gucken, wie oft er wirklich genutzt wird und ob ich die Muße habe, jetzt noch alle meine Label, die ich hier besitze, beziehungsweise Label sind es ja nicht. Ich habe meine... Ich kann euch das ja mal zeigen. Haltet euch fest. Ihr fliegt jetzt aus der Verankerung. Oh Gott, jetzt wird es mühlig und prühlig. Ich habe hier meine Stempel und Stanzen immer mit solchen Trennern voneinander getrennt. Ja, wie sagt man dazu? Jedenfalls habe ich die per Hand beschrieben und es wäre, glaube ich, schöner, einheitlicher, wenn die mit so Labels bedruckt werden. Naja, mal gucken, ob ich da Lust zu habe, wenn ich das jetzt schon wieder sehe, wie viel das ist. Da hinten, das diese großen zwei Kisten da hinten, das sind meine ganzen Stanzen. Oh, ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. So, ihr Lieben, das waren meine Einkäufe aus dem Januar, ganz nach dem Motto, ne? Das ganze Geld muss weg, wie Materia immer singt. Ja, aber ich brauchte es, ich wollte es und jetzt bin ich wieder mit massiv Material versorgt für die nächsten Monate, denke ich. Manchmal täuscht man sich ja auch, ne? Auf alle Fälle liegen hier eine Menge Projekte rum und ich muss mal schauen, womit ich denn starten möchte. Also ihr Lieben, freut euch auf viele neue Videos und bis dahin. Ciao, ciao.